Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. In dem Comic heute geht es um drei Männer, die eine gemeinsame Vergangenheit haben, voller spannender Fälle. Und um welchen Comic es sich handelt, das seht ihr gleich. Und das ist der Comic, den ich euch heute vorstellen möchte, Rocky Beach. Den einen oder anderen sagt das eventuell schon was. Es geht hier tatsächlich um die drei Fragezeichen, um Justus, Peter und Bob. Und das hier nennt sich auch Rocky Beach eine Interpretation. Und was das bedeutet, da gehe ich gleich näher drauf ein. Ich möchte kurz noch sagen, der ist im Kosmos Verlag erschienen. Jetzt gerade erst vor kurzem, kostet 25 Euro, hat ca. 200 Seiten und ist ja ein Hardcover, so wie man es hören kann. Ist auch ein sehr besonderes Hardcover, weil, ich muss mal schauen, ob ihr das gleich sehen könnt. Ich halte das mal da dran. Das ist, was Feuchtigkeit angeht, glaube ich, einfach nur super empfindlich, weil das einfach nur tatsächlich so ein, ja, es ist einfach nur Pappe. Einfach nur feste Pappe. Also vielleicht sieht man es da sonst auch nochmal, wenn ich es irgendwie weiter genau. Sowas habe ich so auch noch nicht in meiner Comic-Sammlung drin, dass einfach nur so ein Pappumschlag da so drumherum ist. Finde ich sehr empfindlich. Also wie gesagt, mein Gedanke war sofort, boah, wenn da nur einmal irgendwo Feuchtigkeit an den Rand rankommt, dann quillt das auf. Und ja, da hätte man vielleicht auch irgendwie eine andere Art von Cover oder auch von Buchumschlag oder sowas irgendwie produzieren können. Etwas, was nicht ganz so empfindlich ist. Nichtsdestotrotz, es geht jetzt hier kurz um den Inhalt. Und zwar, vielleicht kennt ihr alle die drei Fragezeichen, habt das früher viel gehört, genauso wie ich. Ich höre es bis heute noch total gerne, schon über 200 Folgen. Super Hörspielunterhaltung. Viele nutzen das zum Einschlafen. Ich tatsächlich auch. Früher als Kind hätte ich das nicht gekonnt, weil wahrscheinlich zu gruselig. Heutzutage geht das bis auf so ein, zwei Folgen. Die muss ich auch nicht unbedingt hören, wenn ich dann irgendwie am Einschlafen bin. Und das hier nennt sich halt Rocky Beach, der Comic, eine Interpretation, und der heißt eine Interpretation, weil dieser Comic die Geschichte von den drei Detektiven einfach weiter erzählt, viele Jahre weiter, ungefähr so 20 Jahre weiter. Die drei sind hier schon so, ich sag mal, wahrscheinlich in den 30ern oder vielleicht sogar Anfang der 40er Jahre. Und ja, ganz interessant, weil man erfährt schon relativ schnell hier drin, dass es damals einen Fall gab, den alle drei sehr belastet hat, mitgenommen hat. Das erfährt man auch ein bisschen weiter hier in dem Comic und so weiter. Man kommt und der hat die drei mehr oder weniger auseinander getrieben, sage ich jetzt mal. Jeder ist so seine eigene Wege gegangen. Bob ist irgendwo in Hollywood als Autor für eine Serie am Arbeiten, Peter arbeitet für eine Versicherung, er ermittelt da wegen Betrugsfällen, hat im Grunde genommen von den drei noch am ehesten was mit der ganzen Detektivgeschichte eben zu tun. Und Justus, ja, Justus, man merkt eben hier in diesem Band, dass Justus eine sehr andere Entwicklung genommen hat. Er ist wirklich Alkohol und teilweise sogar auch drogenabhängig hier. Jetzt werden manche sagen so, wow, okay, Moment mal, das ist ja hier eigentlich eine Kinderserie gewesen, ja. Aber dieser Comic hier richtet sich tatsächlich eher an das Erwachsenenpublikum. Es gibt eine Leseempfehlung ab 16. Und die Themen da drin sind eben auch einfach älter. Also Justus ist ein Buchhändler hier in dieser Geschichte und kein Detektiv mehr. Und dem hat das Ganze eben sehr mitgenommen, was damals eben passiert ist. Ich persönlich finde das wirklich sehr interessant von der Story. Wie gesagt, das mag einigen aufstoßen, weil es eben einfach nicht die typischen drei Fragezeichen-Story eben ist, wo Ende gut, alles gut ist. Nein, hier haben wir wirklich Gewalt, Sex, Drogen,
sehr interessant gemacht. Das Ganze ist verpackt in einem, so ein, wie man es manchmal so kennt, so Crime-Noir-Stil eben. Alle Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es wirkt halt wirklich eben eher wie so eine Noir-Krimi-Folge. Und finde ich, passt zu dieser Stimmung, die der Comic eben vermitteln möchte, super gut. Also mir hat es wirklich toll gefallen. Ich weiß, dass dieser Comic hier auf sehr unterschiedliche Meinungen stößt, aber ich habe den wirklich an einem Tag verschlungen. Einfach weil ich es mal ganz interessant fand, okay, was wäre eine Möglichkeit, wo es die drei eventuell verschlagen könnte. Und seien wir mal ganz ehrlich, in 20 Jahren kann sich viel tun. Auch ein Justus, der einfach super clever und mit vollem Elan immer als Detektiv dabei ist. Es kann natürlich auch sein, dass da mal irgendwas dazwischen grätscht und man dann auf einmal ja, abdriftet und ganz andere Wege geht. Das Leben ist halt nun mal so und ich fand das wirklich sehr interessant. Auch wie die drei hier dann wieder drinne zusammenkommen und dann geht es natürlich, wie man sich das denken kann, um einen Fall, der sie dann wieder nach wirklich ganz vielen Jahren eben aufeinandertreffen lässt und dann gehen die drei das dann gemeinsam an. Für Leute, die etwas älter sind und drei Fragezeichen-Fans, finde ich, ist das schon an sich ein Comic, wo man wirklich mal reinschauen sollte. Seid drauf gefasst, wie gesagt, es ist nichts für Kinder und ja, ich fand es erfrischend. Ich würde mich auch freuen, wenn man aus dieser Richtung so ein bisschen mehr sehen könnte nochmal, vielleicht eine Fortsetzung oder so. Ich fand den halt wirklich sehr, sehr interessant. Und ich fand auch, dass Justus, Peter und Bob an sich sehr gut getroffen sind. Gut, Justus hätte ich jetzt nicht unbedingt so in dieser Phase wiedererkannt, aber ja, ich kann ihn nur empfehlen. Wie gesagt, 25 Euro für den Comic. Ja, ich sag mal, hätte man hier halt wirklich, was diese Buchgestaltung eben angeht, ein bisschen was anderes gemacht. Ich finde es halt super, wirklich, es ist einfach super empfindlich. Aber ja. Ja, erzähl doch mal, habt ihr auch schon irgendwie mit diesem Comic Berührung gehabt oder eben auch mit der Graphic Novel Reihe, die auch bei Cosmos erschienen ist? Das sind dann halt wirklich die Comics von den drei Fragezeichen, die sich dann eher an das jüngere Publikum wendet, die auch schon, also zumindest der Comic wurde auch schon als Hörspiel vor kurzem aufgelegt. Und ja, habt ihr schon irgendwie mal einen davon gelesen? Es gibt, glaube ich, hiervon drei verschiedene oder eben den Rocky Beach. Lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen, würde mich wirklich interessieren. Und hört ihr zum Beispiel die drei Fragezeichen? Habt ihr eine Lieblingsfolge? Und wenn ja, welche könnt ihr empfehlen? Auch das bitte in die Kommentare rein. Ich habe aktuell Urlaub, ich höre wirklich echt viel drei Fragezeichen. Ich versuche gerade mal, ich habe noch nicht alle 200 oder über 200 Folgen durch. Ich versuche da gerade so ein bisschen aufzuholen oder gewisse Dinge nachzuholen. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst gerne einen Daumen da oder eben auch ein Abo. Würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, haut rein, viel Spaß beim Lesen. Ciao.